Nee, das ist ja. Das ist ja. Das ist ja Stromverschwenden. Schön, dass ich das als einzelner Sim. Weißt du, warum kann die Jugend von heute sich eigentlich nicht benehmen? Herbeirufen. Als wäre es ein Köter. Aber gut. Ist in Ordnung. Ich darf das Klavier hier gleich nicht vergessen. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ey, nicht, dass sich das irgendwer einsteckt. Ey, stell mal vor. Ey, wehe. Das ist dann... Ey, wehe. Das wäre Diebstahl. Wehe. Wehe, wehe, wehe. Da fällt mir ein. Ich möchte gleich mal was probieren. Ich bin mir nicht... Ja, weil ich es nicht weiß. Ich will es ausprobieren. Ich weiß auch nicht, wie hoch die Chance da ist. Wenn die Chance überhaupt da ist. Das probiere ich gleich mal aus. Mal gucken. So, raus da. Die Alte muss pinkeln. Ich hoffe, das sagt sie ihr jetzt auch. Ja, move. Move. Plot. Einfach draufgesetzt. So. Kann sie den Hund mal bitte... Der Hund schläft. Baden. Ja. Bitten das Geschäft... Hallo? Bitten das Geschäft zu erledigen. Und dann einmal bitte... Jetzt habe ich es vergessen. Ja, bitten das Geschäft zu erledigen. Ach so. Nee, warte mal. Dann erstmal dafür loben, ist ja klar, ne? Wer kackt jetzt hier in den Flur? Okay, Gott sei Dank. Boah. Also ganz ehrlich, es hätte mir ja egal sein können, ne? Aber... Ja, piss einfach auf die kleine Veranda. Ist in Ordnung. Alles gut. Ganz besonderen Schmatzer. Anleinen, das war das, was ich wollte. Anleinen. Und dann zurück nach Hause. Das war meine Intention. Jetzt wird die Leine den Hund fressen. Ach, und jetzt gehen die. Ach, guck mal. Man muss sich dem Spiel nur ein bisschen anpassen. Damit es funktioniert. Bisschen schade, aber gut. Ist halt nicht zu ändern. Das ist mit anderen Menschen nicht anders, ne? Man muss sich anpassen, obwohl man es nicht will. Wie Ninjibuya. Das Klavier haben wir mitgenommen, ne? Ich guck vorsichtshalber nochmal nach. Aber ja. Passt. Energiegeladen vom Gassi gehen? Wahrscheinlich. Hat der Husten? Ist der krank? Muss der zum Tierarzt? Bitte nicht. Guck mal, das ist auch so ein Standard-Sim aus dem Base-Game, ne? Die müssen alle raus. Ich weiß zwar nicht, wo die wohnen, aber das ist sowieso so ein Thema. Du schmeißt alle Sims aus ihren Häusern, aus ihren Wohnungen, WGs, was auch immer. Es müsste Totenstille auf der ganzen Welt herrschen. Die Sims wohnen trotzdem irgendwo. Und existieren. Klar, das könnten Touristen sein, natürlich, aber... Naja, weiß ich nicht. Das finde ich komisch. So, Katze. Wo ist die Katze? Ich weiß nicht, ob es der Katze gut geht. Um ehrlich zu sein, ist es mir auch egal. Das Tier frisst und schläft. Nee, eigentlich gar nicht wahr, ne? Eigentlich ist die mehr hyperaktiv. Aber gut. Aber gut. Was? Schaumbad? Nee, ist eigentlich nicht nötig. So, Yuki hat sich jetzt noch ein bisschen Futter verdient. Nee, das ist, ein Gourmet-Menü.
Ich wollte was ausprobieren. Ja, I remember. Alex, geht's irgend... Der geht's immer gut. Die hat nie was. Klar, die arbeitet ja auch von zu Hause aus, ne? Aber die hat nie was, die Frau. Ich pack grad mal das Klavier hier wieder hin. So. Nein. 602 Simoleons. Ja, das ist schön, das freut mich. Hier, komm, nimm dir mal die Reste. Singen bitte nicht. Bitte nicht. Kleidung. Ihr wollt es alle sehen. Gebt es zu. Ihr notgeilen Zuschauer. Wahrscheinlich. Oh, guck mal. Oh, das finde ich aber interessant. Da ist gar kein, naja, eine Südregion ist da nicht vorhanden, ne? Komischerweise. Ich meine ja nur. Ich meine ja nur. Das ist ein bisschen ekelhaft, ne? Kommt einfach nackt ins Bad, ne? Hallo? Oha! Das ist ein bisschen pervers, ne? Ist ein bisschen, also... Das ist eine krasse Anmache, ne? Muss ich ja gestehen, ne? Es ist, Ja, wir machen jetzt ein bisschen schmutzige Liebe. Bleib doch mal stehen, Mädchen! Wieso kann man sich die Kleider... Nein, das Spiel hat keine Bugs. Quatsch. Hauptsache er ist nebenbei noch am Fressen. War passa. Schrozis a bimbi. Zumpf, Veruda. Ich weiß nicht, warum ich ihn hab die Kleidung ausziehen. Keine Ahnung. Ich glaube, da ist mein Unterbewusstsein wieder mit mir durchgegangen. Jalurba Kitsuni. Der hat keinen Penis. Guckt euch das an. Der hat keinen Penis. Da ist nix. Da ist Flachland. Simps sind geschlechtslos. Das. Oha. Mit Zunge. Ey, da war echt mit Zunge. Are we Beth? Oh. Kane Waba. Oh. Flame. Ey, ihr wollt ja. Ah, der Roy. So, bitte was? Knuddeln. Streicheln. Bitten nur Freunde zu sein. Nein. Verführerisch flüstern. Auf Wiedersehen. Beziehungstipps geben. Hilfe. Naba Winsu. Du bringst mein Herz auf einen anderen Planeten. Und das sage ich dir wirklich gerne. Gefühle halten. Du hast mir den Tag versüßt. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Aha. Okay. Techtelmechtel in der Dusche, Einfach weil wir es noch nie hatten. Oh. Freunde! Ab 18 Content. Wie? Mit Handtüchern? Mit Handtüchern? Das ist doch voll umständlich, oder nicht? Da ist doch dann voll was im Weg. Oder nicht? Und Hauptsache, die Katze guckt zu. Was ist mit der Tür los? Die Dusche ist neu. Also so neu, wie man halt in Sims kaufen kann, ne? You know. Hallo,
Ein Geheimnis offenbart wegen Sozialkontakt. Ein pikantes Geheimnis zu erfahren macht jeden Sim. Bitte was? Taumelig vor Freude. Unter Dampf wegen spektakulärem Techtelmechtel in der Dusche. Dampfig und ziemlich spektakulär. Ah, die süße Beruhigung eines. Berührung eines anderen Sims. Erregendes Geplänkel. Aha. Darf ich fragen, wofür das Feuerwerk stand? Okay, ein Schwangerschaftstest ist hier nicht möglich. Aber warum, wofür stand das Feuerwerk? Ich versteh's gerade nicht ganz. Wofür stand das Feuerwerk? Die Bla... Du kannst mir nicht erzählen, dass er in der Dusche nicht gepisst hat. Kannst du mir nicht erzählen. Was macht's hier sich? Arme Ritter. Ich verstehe nicht, was. Aha. Ganz ehrlich, du hast mit ihm gefickt, da kann er auch hier nackt rumlaufen. Jibs. Ja, siehst du? Bin ganz deiner Meinung. Um Verabredung bitten. Also manchmal ist das Spiel nicht durch, ne? Manchmal. Warum zieht man nach dem Dampfverkehr wieder die Klamotten an? Nachts um 1, also um 12. Das macht doch keiner. Das macht doch keiner. Ist sie immer noch erschrocken, dass er nackt rumläuft? Sie denkt doch die ganze Zeit an ihn. Na, 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 na. Aragaba. Ooh, Quenu. Oh, Kelly Jim Wibsy. Ah, Zilnoy. Rose. Injafibna. Oh. Ibequex. Oh. Wie sie einfach die ganze Zeit davon angetan ist, dass er nackt rumläuft. Gilbador Aga. Chima. Moosh. Chiba. Dubatra. Rivni Noba. Wanji Hanerba. Ah. Mama, wie bin ich entstanden? In der Dusche. Die schmeißt ihn raus. Also ich weiß nicht, wem das Haus gehört, ne? Aber sie verdient besser, ne? Dann schmeißt sie ihn raus. Nam, 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 nam. Alex ist müde. Ja, alles klar. Muss ich das hier aktualisieren? Nee, anscheinend nicht. So, wir haben die Tiere jetzt ein bisschen vernachlässigt. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht ganz, ja. Wofür das Feuerwerk stand, das wollte ich sagen. Abwarten, was geschieht? Sie denkt die ganze Zeit an ihn. Was ist los? Muss er morgen? Komm. Ich würde gern fragen, was los ist. Was passt denn da? Schlüpfrige Frage stellen, das passt immer. Aber wieso warten, was geschieht? Was hätte denn passieren sollen?
Quarks ist Slang. Ich habe keine Hose an. Ja, ich weiß. So. So. Gleichberechtigung für alle. Jetzt lass doch mal das Katzenknödelvieh in Ruhe. Es kommt am Ende eh in den Grill. Auf den Grill. Kannst du bitte, ich... Narabu, oh. Ja, er ist nackt. So. Wieso macht... Nee. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Oha! Alter, guckt euch mal die Ohren. Oha! M'Klafuf Gaffa. Gribbix, Habari, Shusha. Oh, Mustich, Aragaba. Wie Mustich? Mustich bumsen oder? Okay, ich bin ein bisschen. Ich weiß nicht, in welche Richtung sich das hier entwickelt. Ich find's ein bisschen zu kindgerecht, wenn ich ehrlich bin. Man konnte leider nichts sehen, es war verpixelt, es tut mir leid. Turinga? Nayula? A break, Lemtim. So, Chimsa Bobby. Soll ich es einfach machen? Aber ist das nicht voll. Ist das nicht viel zu langweilig? Ist das nicht viel zu langweilig? Ich meine, die genießen doch gerade ihre Zweisamkeit. Ja. Ich. Diese unnötige Stille, ey. Ist furchtbar. Ja, ich glaube, der gönnt sich heute mal einen Tag frei. Ich glaube, Alexander gönnt sich heute einen Tag frei. Ja, ich glaube, ja. Tantienbericht läuft. Als ob sie sich ihre Kleidung nicht anzieht. Nee, Alex, tut mir echt sorry, aber du musst, Was haben wir denn hier? Ach komm, weißt du was? Was ist das denn? Das ist nicht von mir. Never ever ist das von mir. Zieh mal heute was anderes an. Ich weiß nicht, was das ist. Es könnte die Sportkleidung sein. Die sieht darin voll fett aus, ne? Also jetzt mal no joke. Aber gut. Das passt schon. Was ist jetzt verkehrt? Nein! Geh deinem Schwiegersohn nicht auf den Sack. Meine Güte, ist es denn wahr? So. Alexander, steh du mal bitte auf. Ja. Und nimm dir heute mal einen Tag frei. Suprib. Shabini Jabid. Turp System. Shimagum. Ich, also. Ja, komm, Gammelklamotten. Heute ist Gammeltag. Oha. Wie das irgendwie überhaupt nicht zu ihm passt. Aber ist okay. So. Trotzdem will ich, dass du deine Gegner studierst. So ein bisschen arbeiten. So ein bisschen. Können wir hier Lied schreiben? Ich will nochmal einen entspannten Rhythmus. Das war bisher am besten. Yuki, hallo. So, streicheln und spielen. Yuki hat Hunger. Ja, das ist in Ordnung. Umarmen. Baden. Ja, komm.
Baden ist auch okay. Ganz besonderen Schmatzer geben. Und danach an Lieblingsstelle kratzen. So.